Die Firma Bosch hat einen Covid-19-Schnelltest entwickelt und will diesen im April auf den Markt bringen. Durch das neuartige Testverfahren soll eine Diagnose darüber, ob eine Person an dem Coronavirus erkrankt ist oder nicht, bereits nach 2,5 Stunden vorliegen. Wie das genau funktioniert, haben wir für Sie bei Bosch Healthcare Solutions einmal nachgefragt. Am Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist nun auch die in Baden-Württemberg sitzende Robert Bosch GmbH beteiligt. Die Tochterfirma Bosch Healthcare Solutions will bereits im April einen Covid-19-Schnelltest auf den Markt bringen. An der benötigten Technologie dafür, der Vivalytic-Plattform, wird bei Bosch schon lange gearbeitet. Die Bosch Vivalytic-Plattform ist das Ergebnis einer insgesamt 10-jährigen Forschung und Entwicklung im Hause Bosch. Wir haben uns sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt, molekulardiagnostische Tests zu automatisieren. Deshalb gelang es den Wissenschaftlern bei Bosch nun auch so schnell auf die Pandemie zu reagieren. Innerhalb weniger Wochen erweiterten sie das bereits vorhandene Testverfahren um das Coronavirus. Aber warum ist der Bosch-Test eigentlich so schnell? Genau, der Vorteil unseres Tests ist, dass direkt an dem Ort, an dem die Probe des Patienten entnommen wird, auch gleichzeitig die Analyse erfolgen kann. Dies habe zur Folge, dass lange Transportwege eingespart würden, so Unternehmenssprecherin Annette Fischer im heutigen Telefoninterview. Das Testverfahren laufe völlig automatisiert ab und das Ergebnis läge innerhalb von 2,5 Stunden vor, so Fischer weiter. Durch den Einsatz des unkomplizierten Schnelltests hofft Bosch auf eine Entlastung der Labore und Arztpraxen. Und genau dorthin sollen die innovativen Geräte künftig auch geliefert werden. Unsere Vivalytic-Geräte stehen Arztpraxen, aber auch Laboren und Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung. Das heißt, allen, die medizinischen Bedarf dafür haben. Sie ist nicht dafür vorgesehen, dass auch normale Privathaushalte dieses Gerät erwerben können. Wenn alles läuft wie geplant, werden die Vivalytic-Systeme schon nächsten Monat im Einsatz sein. April ist der Monat, in dem wir hoffen, die finale Zulassung für die Tests auf den SARS-CoV-2-Erreger und weitere Atemwegserreger zu bekommen. Und sobald die Zulassung da ist, starten wir mit dem Vertrieb. Auf die Frage, ob der neue Schnelltest nicht nur schnell, sondern auch exakt sei, antwortete Firmensprecherin Fischer, dass die Testgenauigkeit aktuell bei über 95% liege.